Moin Leute! Und herzlich willkommen hier zurück bei einem wunderschönen neuen Video. Ich hoffe, ihr wurdet an Weihnachten reichlich beschenkt, ohne großen Quatsch, ja, nur sinnvolle, geile Geschenke, über die ihr euch auch wirklich freuen werdet. Liebe Leute, es ist wieder soweit, wir sind wieder hier zurückgekommen. Das waren übrigens nicht meine echten Hände. Man mag es kaum glauben, auf YouTube ist nicht immer alles echt. Leute, Weihnachten ist rum, der Web-Timon-Preis ist rum. Eine Woche kamen ja die Videos nacheinander, die wichtigsten Kategorien und wir haben es geruled. Und heute sind wir mal ganz entspannt wieder im Subreddit-Forum unterwegs. Die besten Memes der letzten Zeit. Und ich weiß, es ist einiges auch passiert. Wir haben irgendwie einen großen Krieg angefangen mit dem Subreddit-Forum der Space Frogs. Aber man muss dazu sagen, also come on, gegen uns irgendwie den Kampf aufnehmen zu wollen sich dann irgendwie dazu bashen, wo wir ja obviously das coolere Forum sind und die jetzt auch nur angefangen haben. Klassischer Promo-Move von denen. Aber soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, haben wir doch ziemlich rasiert. Und Leute, 19.200 Leute, die hier mittlerweile auch folgen. Aber ganz steil auf die 20 geht's hier zu. I prefer the real Glatze. I said the real Glatze. Perfection. Warum haben sich so viele YouTuber in letzter Zeit die Haare abgeschnitten? Aber man sieht auch den klaren Unterschied hier ganz glatt abrasiert mit Nassrasur oder halt noch ein paar Stoppel. Ich würde ja sagen, das würde bei mir mit Stoppeln auch nicht ganz so scheiße aussehen, aber falls das jemand photoshoppt und ich das dann sehe, dann wird das wahrscheinlich schlimm aussehen. Von daher, ja, kommt bestimmt, Leute, ganz ehrlich. Mach mal kurz Pause, Digga, chill doch mal ganz kurz. Erfinde einen Preis, werde Spiegel-Bestseller-Autor, rasier alles komplett mit Subreddits. Aber nein, die Leute wollen Glatze. Stefans, irgendein Lauch mit Brille. Ist das Klängern? Für die Leute, die es an der Stelle nicht erkennen, auch die Person auf dem Bild, das bin natürlich ich. Wie random das teilweise von euch ist, wo nicht mal signifikante Gleichheiten erkennbar sind. Außerdem, Leute, bitte, ja, Training läuft wirklich gut in letzter Zeit. Ich wurde gut Muskelmasse aufgebaut. Ich weiß nicht, warum das Lauch-Image immer noch da ist. Das sind die Pullis. Ich kann da nichts für. Link dazu unten in der Videobeschreibung. What? Okay. Herzlichen Glückwunsch. Der Web-Timon-Preis in der Kategorie Entertainment geht an die Space Frogs. Glückliche Alki-Geräusche. Gibt's dafür eigentlich Geld? Ich glaube nicht. Wütende Alki-Geräusche. Schade, dass es kein gemeinsames Meme-Review dieses Jahr gibt. Oder sie planen eins, aber wollen uns überraschen und leugnen es deswegen. Ja, eigentlich eine ganz gute Idee. Hätten wir mal eher machen können. Aber das ist leider ein großes Problem davon, dass die Space Frogs in Berlin wohnen. Also wenn ihr die unter Druck setzen wollt und sozial erpressen wollt, sagt ihnen einfach, die sollen nach NRW ziehen. Dann würde das auch deutlich besser klappen und dann würden auch öfter Videos zusammenkommen. Oh, okay, schaut mal hier. What? Wieso? Wenn das doch das offizielle Rivalen-Subreddit ist, sind die eigentlich hier verlinkt und da schaut mal hier vorbei. 6.800. Come on, Leute. Come on. Leute, 2020 wird das Jahr der Memes. Ich prognostiziere es. Viele YouTuber werden bestimmt ein eigenes Subreddit-Forum starten, aber wir werden doch ganz oben sein. Die ersten und einzigen. Abgesehen von PewDiePie, aber... Ach, komm. Aha. PewDiePie-Submissions. Klängern, welches langsam Fame wird. PewDiePie hat ja auch für 2020 eine kleine Pause angesagt irgendwann. Da wird auf jeden Fall unsere Chance kommen. Vielleicht aber jetzt nur noch Content auf Englisch. Ja, da werden wir rein und dann... Wie bildet man Simple Pass? Indem man also ein englisches Wort nimmt. Danke, dass du hier warst. Die Leute brauchen mehr Memes. Real Talk, Memes sind die einzige Sache, die die Gesellschaft vor dem Dritten Weltkrieg beschützt. Darf man das sagen, ohne Ärger zu bekommen? Schon, ne? Von wem auch? Ja, aber ich habe ja gesagt, es gab jetzt auch endlich ein Interview mit mir. Falls an der Stelle einige Journalisten oder Leute, die Journalisten kennen, zugucken bei irgendwelchen großen, namhaften deutschen Magazinen oder Zeitungen oder so, ich bin gerne bereit dafür, euch ein Interview zu geben, zu meinem Buch oder sowas. Ich teile das sogar. Gratis Traffic für euch. Einfach nur unter der Prämisse, dass Florian Heider keins bekommt. Eigentlich ziemlich guter Deal für die gratis Klicks, Leute. Denn wir wissen alle, Online-Journalismus eigentlich tot. Und was sie brauchen, sind Klicks. Kommt gerne, schreibt mir. Business-Mail findet man schnell raus. Wenn ein Reddit-Krieg zwischen den Stefans und Kevins ausbricht, du aber Klängern und Space Frogs magst. Nein, das ist unmöglich. Es ist eigentlich eine innige Hassliebe zwischen den beiden Communities, würde ich sagen. Spaß. Wenn Rick und ich uns immer sehen, hauen wir uns immer auf die Fresse. Beef zwischen Klängern und Space Frogs? Unterhaltsamer als ganzes Rap-Game 2019. Fast. Rap-Game auch schon ziemlich unterhaltsam. Will we find intelligent life? Could it be right here on Earth? Could it be this man? Warum machen Timo und der Heiler nie einen Podcast im Videoformat? The search continues. Ah, er ist leider retarded. Schade, da kann man nichts tun. Aber vielleicht kann man uns irgendwann mal live sehen. Wir arbeiten dran. What? YouTuber Klängern im Interview, ein Influencer, der keiner sein wollte.
Dieses Foto von mir sieht erstaunlich aus wie ein Foto von Rezo. Oder ist es nur ein Foto, was Leute sagen lässt, hey, das ist ein Foto von Rezo? Nur dumme Menschen, die dieses Foto angucken, sehen Rezo. Ha! Kevin's auf Subreddit klängern. I hope Rick and Steve don't find out. Ja, Porno-Memes auch echt schon immer lustig. Ja, true. True. Fürs Game, muss man doch mal sagen. Wir sind auch Unterhalter der ganz großen Klasse, aber man muss auch eingestehen, wir sind schon das bessere Subreddit. Aber das ist okay. Wenn die Space Frogs das einsehen, dann ist ja auch alles gut. Familienmitglied, ich. Ich wünsche mir ein Buch eines YouTubers. Dude, what the fuck? Ja, wir bringen die Leute zum Lesen, wir sorgen dafür, dass die Menschen intelligenter werden. Aber nicht den Bizeps vergessen dabei, Leute. Flo's Redeanteil, Timons Redeanteil. Ist uns ja selber aufgefallen. Im Podcast geht's mittlerweile eigentlich. Bei den Videos, okay. Man muss ein bisschen gegensteuern. Rick, offizielles Dönergesicht. Klängern, Spiegel-Bestseller-Autor. Es steht 1-1. Naja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gegeneinander aufwiegen kann. Wenn ich wählen könnte, ich wäre jetzt nicht unbedingt Dönergesicht gerne. Klingt ein bisschen wie eine Beleidigung. Ja, ich sehe uns schon in einem Jahr, wie bei KSI und Logan Paul, irgendwann stehen wir im Ring und boxen uns gegeneinander. Was ziemlich unfair wäre, weil die Space Frogs doppelt so viele sind wie ich. Invasion! Subreddit klängern. Ah, oh, wir haben gar nicht so viel mitbekommen davon. Was kann ich denn dafür, wenn sich alle eine Glatze schneiden, Leute? Mein Blick dabei, jedes Mal, generell, immer im Leben. Ach, immer noch ein wunderschönes Meme, ich hatte schon wieder vergessen. Ja, Leute, das war schön. Vielen, vielen Dank für diese ganzen wunderbaren Memes. Lasst den Leuten gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr diese Memes ebenfalls wunderschön fandet. Geht aufs Forum, wählt die Sachen hoch, die ihr lustig findet. Macht vielleicht eigene Memes, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Verbreitet dieses Video, verbreitet dieses Forum, damit wir alle Stefans werden, die wunderbare Memes zaubern. Ansonsten gehe ich jetzt weiter meine Haare begutachten. Andere YouTuber können das nicht. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.